Hallo, heute erkläre ich euch, zeige ich euch, wie man Sockelleisten anbringt. Und zwar annagelt, also nicht klebt, nicht schraubt, nicht dübelt und auch keine Anbringsysteme, die es für Sockelleisten gibt, verwendet, sondern wir nageln die Sockelleisten einfach durch. Das geht natürlich nur, wenn wir einen relativ intakten Putzabschluss haben im unteren Bereich. Der darf also keine Ausbrüche und keine Löcher aufweisen und muss auch relativ glatt eben sein. Auch muss die Wand relativ gerade sein, ansonsten würde das mit den Nägeln nicht funktionieren. Dann würde es euch die Nägel wieder rausziehen, beziehungsweise wenn dann dort Wellen in der Wand sind, dann hättet ihr kaum eine Chance, die Sockelleisten entsprechend anzubringen. Also eine gerade Wand und ein intakter Putzabschluss, das sind die Grundvoraussetzungen, damit ihr diese quasi Technologie anwenden könnt. Und natürlich überhaupt sollte die Wand verputzt sein. Bei Gipskarton würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert, aber wir machen es hier mit Putz, denn durch den Ziegel oder durch Beton geht so eine Stahlnagel nicht durch. Jetzt schauen wir uns unsere Utensilien an, die wir benötigen. Das sind zunächst mal unsere Stahlnägel. Das sind gehärtete Nägel, die also auch dann sich nicht beim Reinschlagen so schnell verbiegen. Die sind jetzt hier etwas zu lang. Wir haben uns das dann gekürzt, was wir hier benötigen. Ihr könntet also hier auch kürzere Nägel verwenden. Ihr müsst einfach rechnen, die Sockelleiste plus dann die Putzstärke. So lang muss euer Nagel sein. Länger darf er nicht sein. Sobald ihr den Ziegel reinstößt, kommt ihr nicht weiter. Dann brauchen wir hier einen Winkelhammer, Bleistift, zwei Unterleghölzer, die brauchen wir dann, das werdet ihr gleich sehen. Und schließlich hier ein Aluminiumblech, eine Kunststoffplatte würde auch genügen, wahrscheinlich auch dicke Pappe, das brauchen wir dann zum Nageln, um unser Parkett nicht zu beschädigen. Und dann schließlich hier diesen Durchschlag, wenn ihr die Nägel noch versenken wollt, kann man machen, muss man nicht machen. Wir haben also hier die Sockelleisten schon vorgeschnitten, hier liegen sie in der Ecke schon. Wir haben also hier beide auf Gärung geschnitten, auf 45 Grad. Und das sieht man auch, das passt relativ gut. Und jetzt gehen wir hier zum Anschluss an die nächste Sockelleiste, die also auch auf 45 Grad geschnitten ist, und nehmen uns jetzt also hier dieses Maß. Machen wir uns einfach einen kleinen Strich hin und markieren uns, damit wir dann an der Säge noch wissen, in welche Richtung wir sägen müssen. Das ist immer so ein Fehler, dass man dann in die falsche Richtung sägt. Markieren uns das. Hier müssen wir also jetzt hier wieder unseren Gärungsschnitt setzen. Und jetzt gehen wir raus in die Säge. So, jetzt haben wir unsere Leiter hier zurecht gesägt, legen sie an, genau, so, und wir sehen, aha, das ist noch ein kleines bisschen Überstand, das sind jetzt aber nur noch so zwei, vielleicht noch ein Millimeter, markieren wir uns. Das ist aber immer besser, man lässt es erstmal ein bisschen länger und legt es an, denn abschneiden kann man immer, dran schneiden geht schlechter. Und jetzt müssen wir also nochmal raus, diesen Millimeter noch wegsägen und dann sollte es passen. So, jetzt haben wir also hier noch ein Millimeterchen abgesägt. Legen wir nochmal an und siehe da, es passt. Wunderbar. Glatte Sache. So, und jetzt bereiten wir unsere Nägel vor. Dazu brauchen wir jetzt diese Hölzer, auch unseren Winkel. Das müsste jetzt an der Stelle nicht mal ein Winkel sein, aber wir nehmen einen und machen jetzt also hier Markierung, wo wir nageln wollen. Das machen wir ein bisschen genauer, damit die Nägel dann nicht in unterschiedlicher Höhe sind. Das wirkt dann wieder unruhig. So, wir nehmen hier einen relativ breiten Abstand, weil die Wand relativ gerade ist, von 80 cm pro Nagel. Wenn eure Wand etwas welliger ist, dann müsst ihr die Abstände enger nehmen und dann immer am Schluss
Dort nehmen wir einen Abstand von 5 cm ungefähr, beziehungsweise in dem Falle hier einfach die Stärke unseres Winkels. Da haben wir immer ein gleiches Maß, das wir dann sozusagen überall wiederfinden. Jetzt haben wir das uns angezeichnet. Jetzt nehmen wir unsere Nägel raus. Wie gesagt, die haben wir uns etwas eingekürzt, nachdem wir gemerkt haben, wie dick unser Putz ist. Und nageln das Ganze jetzt vor, das ist wichtig. Ein bisschen schräg nach oben, damit wir dann, wenn es an der Wand ist, gut rankommt mit dem Hammer. So, bis es ganz leicht in dem Holz drin steckt und man sie da rausziehen kann. Also jetzt als nächstes hier in der Mitte. Das fällt. Und noch eins an den Schluss. Jetzt. So, dann geht das Ganze an die Wand. Ja. Und jetzt brauchen wir den Rest, den ihr hier seht, das Tuch, damit ihr euch im Untergrund nicht zerkratzt, und diese Aluminiumplatte. Wie gesagt, das könnte jetzt auch was ganz anderes sein, Kunststoff oder dicke Pappe, weil wir jetzt hier über den Fußboden hämmern. Und da wollen wir uns natürlich jetzt hier den Fußboden nicht zerschlagen. Den Daumen ein bisschen wegnehmen, sonst ist er dann sehr flach nachher. Das wollen wir auch vermeiden. Und jetzt geht das Ganze. Und schon ist er drin. Dabei kann man natürlich richtig schön runterdrücken, das Ganze. Zweite Leiste weg, damit wir sie nicht beschädigen, wenn wir mit dem Hammer ausholen. So, und das war's. Ziehen wir es weg und wir sehen, es liegt gut an. Und gucken wir auch nochmal von oben auf die Leiste. Dann sehen wir, ja, hier ist es ein Millimeter weg von der Wand oder anderthalb. Das könnte man jetzt mit einem weiteren Nagel noch ranziehen. Oder aber die andere Möglichkeit wäre, ihr macht dann hier oben noch einfach eine Acrylnaht drauf, also sozusagen eine Fuge mit Acryl. Das wäre die andere Möglichkeit, um diesen minimalen Rand unsichtbar zu machen. Aber im Prinzip kann man es auch so lassen, wie es jetzt ist. Also je nachdem, wie jetzt hier sozusagen die ästhetischen Ansprüche sind, lässt man es entweder so oder aber setzt dann noch eine Acrylnaht obendrauf. Weitere Nägel ist dann auch immer ein Problem, es wird dann unruhiger und unschöner dadurch. Und der Halt ist auch so gewährleistet. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen. Das wird jetzt natürlich an den anderen Leisten auch so gemacht. Würde sich jetzt sehr stark wiederholen, deshalb lassen wir das jetzt hier dabei als kurze Anregung, wie man also relativ mühelos und auch kostengünstig und auch ästhetisch sehr ansprechend diese Sockelleisten anbringen kann. Und dann bleibt mir wie immer nur, euch viel Spaß und Freude beim Nachmachen zu wünschen.